Herzlich willkommen zurück zu Sonic Generations. Hier sind wir schon bei der nächsten Herausforderung vom Espio, Tarnmeister. Da weiß ich sogar, was wir machen müssen. Die habe ich, glaube ich, schon mal irgendwo gesehen, die Herausforderung. Da müssen wir Espio jagen. Der versteckt sich immer. Yeah, klar kann ich dich finden. Ja, wir müssen Scheinwerfer auf Espio richten. Da sieht man schon seine Umrisse. So, und jetzt müssen wir ihn angreifen. Was sehr umständlich ist, weil ich jetzt hier wieder hoch muss. Toll. Und der Scheinwerfer muss auf ihn gerichtet bleiben. Das ist auch sehr toll. So, jetzt. Gut, und er verschwindet sofort wieder. Und das geht jetzt das ganze Level so. Wir müssen ihn jetzt jedes Mal treffen. Ich hätte ihn haben können. Verdammter Mist. Da ist er. Zack. Er verschwindet auch und wechselt seine Position gerne mal. Das könnte das Level ein bisschen erschweren. Oh! Da wollte ich nicht lang. Ich möchte diesen Scheinwerfer drehen und ihn angreifen. Dankeschön. Und immer wenn wir ihn erst angegriffen haben, öffnet sich der Weg. Und meine Katze meldet sich zu Wort. Hallo. Oh Gott. So, oh, Stacheln. Hallo, Espio. Wir haben für die Herausforderung auch nochmal extra Remix hier gemacht, glaube ich. Könnte meine Katze da hinten wieder aufhören, Terror zu machen? Ich hoffe, das hört man nicht. Das ist ja schlimm. Hallo. Och, Espio. Ich hab dich doch gescheinwerfert. So. Dankeschön. So. Und weiter geht's. Oh Gott. Gehen wir mal hier runter. Ho! Oh, was macht meine Katze denn da, ey? Das ist ja ätzend. Moment. Einmal umdrehen. Kann sein, dass es gleich knallt. Ich werde das jetzt versuchen zu ignorieren. Ah, Espio. Wo ist er? Der Scheinwerfer reagiert nicht immer. Also, nicht auf ihn. Och. Und wenn man zu lange braucht, wird er ja wieder unsichtbar und das ist ja ätzend. So. So. Und da hoch. So. Ach, jetzt habe ich es nicht geschafft. Oh, schade. Boah, wie er abgeht mit seinem Wurfstern. Wo ist er denn? Aha, Espio, verschwinde doch nicht so schnell. Bitte. Oh, ich habe ihn getroffen. Nein. Da. So. Ganz schön anstrengend, der Typ. Aber ich hab's geschafft. Sehr gut. Die Musik war auf jeden Fall wieder cool. So. Hätten wir die auch? Nehmen natürlich die Glocke mit. Und die Note fließt ganz schön kacke. Ey, gib mir die Note. Hallo. So. Wenn ich die Herausforderung mache, möchte ich auch die Note haben. So, jetzt sind wir hier im Vice City Escape. Habe ich da die Herausforderung schon gemacht? Wenn ich da lang gehe, komme ich zu Shadow. Gehen wir mal hier lang. Nee, die Cream-Herausforderung. Cream, helfende Hand. Hier hältst du nur von Cream-Ringen. Erreiche das Ziel innerhalb der Zeit. Okay. Man kann jetzt auch zwischen den Akten wechseln, also Retro-Modern wechseln. Ich bleib beim Modern. So. Drücke die Y-Taste, wenn ich dich brauche. Okay. Das ist cool. Oh. Also habe ich nur eine begrenzte Anzahl Ringe, die du mir geben kannst. Das ist natürlich sehr kacke. Muss ich hier ja auch noch aufpassen. Aber es ist die City Escape Stage. Das ist natürlich sehr schön. Yeah. So. Das ist cool. Also an sich ist die Herausforderung ganz cool. Weil es ist City Escape. Beinhaltet. So. Da wollte ich gar nicht drauf, aber egal. Cool. Yeah. Ich glaube, ich vereinfache mir die Stage gerade extrem. Oh mein Gott! Oh. Bis auf den Fakt, dass ich jetzt fast in eine Mine gefahren wäre. Und die Chaos in den Ringen sind voll süß irgendwie. Kleine Schwimmreifen. So. Hui. Oh Gott, wie groß die Stadt hier dargestellt wird. Ui, aua. So.
Dahinter ist eine Rampe und Sonic fährt so langsam. Ach, ich kann ja boosten noch auf dem Board. Ach, das Level wird auch noch. Okay, alles klar. Ich wollte gerade sagen, das Level ist ja an sich nicht schwer. Ja, ich nehme alles zurück. So. Wenn jetzt nicht einfach irgendwelche Roboter vom Himmel fallen, ist das ja alles kein Problem. Cream. Ey, gib mir den Ring. Und den. Oh, ach, verdammt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah, lass mich alle in Ruhe. Und jetzt. Nein, ich kann das irgendwie nicht aus der Sicht. Irgendwie. Weiß nicht. Früher war das einfacher. So. Wo geht's lang? Geh ich gerade richtig? Da lang. Okay. Oh mein Gott, was ist mit euch los? Könnt ihr nicht bringen. So. Drei Schalter. Ja, wie jetzt? Muss ich alle drücken? Ach so. Okay. Und einmal Boost. Ich sehe nichts. Oh, geschafft. Schön. Schön. Und die Vektor-Herausforderung werde ich nicht mit euch machen. Oder ich versuche sie gleich einmal und dann nie wieder oder so. Hallo. Danke. Lead Sweet Mountain freigeschaltet. So. Ich weiß gar nicht. Haben wir noch Herausforderungen, die ich noch machen muss? Der bestimmt. SPO habe ich. Ach, Rouge. Versuchung. Drücke Y und Rouge lenkt deine Feinde ab. Okay. Kämpfen wir jetzt mit den Waffen einer Frau. So ein Blechroboter kommt gegen meinen Schirm nicht an. Ja. Rufe Rouge um Hilfe. Okay. Das ist ja cool. Das ist extrem cool. Ja, muss ich ja sagen. Ich glaube, ich will da lang. Kann ich auch mehrere Feinde mit dir ablenken? Irgendwie klappst du nicht immer, Rouge. Kann das sein? Jetzt falle ich runter. Schön. Okay, gehen wir das nochmal ganz langsam an und machen jeden Roboter platt. So. Hallo, du sollst den Roboter da ablenken. Dankeschön. Und ihn auch. Danke. Jetzt gehen wir links rum. Warum links? Weil ich es kann. So. Oh Gott. Jetzt lenkst du auf einmal mehrere ab. Vorhin wolltest du nicht. Komisch. So, was macht dieser Knopf? Fährt alles runter. Okay. Jetzt habe ich mich kurz erschrocken, weil das Ding im Wasser verschwunden ist. Und ich dachte, oh mein Gott, ich komme nicht mehr weiter. Aber... Kannst du sie alle ablenken so von der Mitte aus? Ich muss sie angucken, oder was? Ah, jetzt sehe ich das erst. Ich kann mit Rouge die Herzen dahin lenken. Ah. Komm. Schade, nicht getroffen. So. So. Hui. Nein, 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 nein. Oh Gott. Warum tue ich sowas? Hier, yeah, nimm das. Nimm Herzen. Oh, dich habe ich auch getroffen. Das ist schön. Geh hoch. Komm hoch. Komm. Komm. Nimm das. Ich kann durch Wände schießen. Das ist natürlich noch besser. Ich meine, dann ist man... Ja, voll overpowered hier. So. So. Du hattest Herzen. Hab ich genau gesehen. Hallo. So. Mein Gott. So. Yeah, geschafft. Aber jetzt kommt doch bestimmt noch irgendwas. Also, oh Gott. Nehmt das. Oh Gott. Oh, lag. Gut, das war zu viel. So. Ist hier noch einer? Ja. So. Haben wir jetzt alle? Da fehlt doch noch was. Och. Mach schon. Dankeschön. Ich hätte bestimmt auch hier
vorher schon ins Ziel gekonnt, aber ich wollte sie alle haben. Gut, das war auch mal eine nette Abwechslung an Herausforderungen. Ich habe bei Rouge jetzt auch irgendwie eine Schatzjagd, ach, die Glocke, vermutet. Sie geht nach oben, natürlich. Und sie geht nach unten. Moment, die kommt da bestimmt nochmal hier lang. Die fliegen da immer im Kreis. Ja, so. Habe ich jetzt noch was? Perfect Chaos. Weil danach habe ich, glaube ich, alle Charakterherausforderungen sowieso immer gemacht. Hallo, Silva. Nein, hier. Von, wie hieß sie? Blaze, Feuer und Flamme. Durchquere die Flammen mit der Hilfe von Blaze und gelange rechtzeitig zum Ziel. In der Crisis City. Ui. Dann muss ich bestimmt durch... Ruf mich mit der Y-Taste. Okay. Mit ihr kann ich durch diese Feuerwände, die mich das letzte Mal getötet haben. Cool. Das ist cool. So. Mach das Feuer weg. Yeah, das ist cool. Vor allem zeigt das nochmal so die Fähigkeiten der Charaktere, die sie drauf haben. Bringt die Charaktere im Spiel noch ein bisschen so näher. So. Wenn man die Charaktere nicht kennt, weiß man jetzt zumindest, was sie drauf haben. Blaze zum Beispiel dieses Feuer wegmachen kann. Ui. Ja, gut. Hätte man anders lösen können. Wollte ich aber nicht. Ah! Löscht du das Feuer dauerhaft oder geht das wieder... Oh Gott, geht das wieder an. Ui, das war Glück, dass ich die Kanone noch erwischt habe. Ist das Herausforderungsmusik? Ist das immer die gleiche? Das fällt mir jetzt irgendwie auf. Kann sein. Ich bin mir gerade nicht so sicher. Das war, glaube ich, mutig von mir. Verdammt. So. Oh, mach Feuer weg. So. Mach Feuer weg. So. Oh, ich falle hier fast immer runter. So. Okay. Okay. Nein! Nein, nein, nein! Verdammt. Das wollte ich doch nicht. Ich wollte hier lang. Das habe ich aber zu spät gesehen irgendwie. Jetzt will ich da lang. Mach Feuer aus. Danke. Mach Feuer aus. Mach Feuer aus. Mach Feuer aus. Oh Gott. Das war Glück. Ich habe jetzt am Ende gar nichts mehr erkannt. So, gib mir die Glocke. Gib mir die Note. Oh, verdammt. Da habe ich die Kurve nicht gekriegt. Oh, komm her, komm her, komm her. Dankeschön. So. Haben wir jetzt noch irgendwelche Herausforderungen zu machen? Ja, hier. Habe ich die nicht schon gemacht? Ja, klar, die habe ich schon gemacht. Komm her. So, Illustration 87. Ja, die Vektorherausforderung habe ich ja nicht geschafft. Das müsste es dann gewesen sein. Mit den Charakterherausforderungen. Die anderen werde ich, wenn ich Bock habe, offscreen machen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge beim Boss, der hoffentlich nicht der letzte ist. Vielleicht kommt danach noch was. Werden wir sehen. Bis dahin.